Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2013. Ja, und wir starten rein ins nächste Rennen. Heute leider bei 100%iger Regenwahrscheinlichkeit. Seht ihr ja schon draußen und wir müssen auf Intermediates fahren. Was ich eigentlich gar nicht kann. Auf jeden Fall auf dem Nürburgring. 17. im Qualifying. Ein Platz hinter Ricciardo und wir hätten doch noch Q2 erreicht. Das hat mich ja so geärgert und das waren wenige Sekunden. Aber wie gesagt, im Rennen kann man viel wettmachen. Ich versuche immer mein Bestes. Rosberg von der Pole. Da sind wir. Wir sind sogar vor unserem Teamkollegen. Ein Platz. Und wir gucken mal. Gute Unterhaltung. Viel Spaß wie immer. 15 Runden. Und die Zielvorgabe ist auch Platz 15. Da vorne steht da Ricciardo. Da hätten wir stehen können. So, und los. Oh, bin ich gut weggekommen? Weiß ich gar nicht. Halbwegs gut. Ja, ich versuche meinen Teamkollegen jetzt mal hier abzuschütteln. Komm, geh weg da, geh weg da. Das ist mein Platz. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kein Drängen, kein Drehen, kein Drehen. Das ist die Scheiße immer am Anfang. Wenn du jemanden sofort oder mit... Oder ich meine, ich mache das ja nicht mit Absicht. Ich versuche ja niemanden mit Absicht irgendwie rauszukicken. Aber wenn es halt passiert, dann kriege ich immer sofort die Strafen. Ich. Ja, nicht die anderen, ich. Obwohl die anderen nämlich auch was machen. Die anderen drehen nämlich auch ab und zu. So, das meine ich. 12. Platz. Eigentlich ganz gut. Ich korrigiere. 11. Nein. Doch, 11. Platz. Das habe ich gemeint. Hat er mich da auch gerade wieder gestoßen? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall 11. Platz. Bis jetzt. Bis jetzt, ne? Bis jetzt. Ui, Vorsicht. Massa da vorne kriegen wir auch noch vielleicht. Aber wir sind jetzt erstmal 11. Eine Momentaufnahme. Ist das nicht geil? Also, wir wären zwar noch nicht in den Punkten, aber 11. Platz. 4 Plätze besser, als die Zielvorgabe war. Das wäre ja mega, wenn wir hinterher so einen Platz erlangen würden. Erlangen. Ist eine Stadt, ne? Übrigens auch. Oh, jetzt ist Jensen Button wieder hinter uns. Er wird sich den Platz natürlich zurückholen. So. So, bloß nicht drehen. Das ist das Gefährlichste, was du bei Regen machen kannst. Bremsen. Dann verbremst du dich, dann landest du im Kiesbett und dann ist das Rennen eigentlich schon vorbei, weil die Zeit, die du dann brauchst. Also müssen wir dann wahrscheinlich auch auf Regenreifen wechseln. Na, klasse. Als wenn es nicht schon schlimm genug wäre mit Regen, ey. Kommt dann auch noch starker Regen dazu. Und das heißt, wir müssen dann wohl die Regenreifen nehmen. Aber ich denke mal, das Team wird uns dann Bescheid sagen, ne? Wann wir das nehmen sollen. Oder sie würden uns es dann empfehlen, sagen wir mal so. Entscheiden müssen ja wir, ne? Oder ich. Icke ja! Ich muss entscheiden. Der Mann am Controller, der muss das machen. Der Kontrolleur. So. Also, momentan knapp 2 Sekunden von Massa entfernt. Nur 0,2 vor Button. Aber das Gute ist, da es ja regnet. Ist DRS aktiviert? Ja, ist gerade nicht aktiviert, du Volldödel. Ist DRS deaktiviert? Warum? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen dem zu starken Risiko irgendwie, weil du ja dann wirklich Geschwindigkeit drauf hast. Könnte ich mir vorstellen, warum dann DRS deaktiviert ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht nachgelesen. Wenn es einer von euch weiß, gerne in die Kommentare geschrieben. So, und hier würde ich am besten alles Curse verwenden. Genau. Sind 3 Sekunden auf Massa, aber das macht nichts. Hauptsache Button. Verhalten wir eine längere Zeit hinter uns. Wow. Vorsicht. Die Curbs da, die sind echt hochgesteckt. Da müssen wir aufpassen. Da hätte es uns fast rausgeschlagen. So, jetzt haben wir schon mal eine bessere Rundenzeit. Nässe. Da oben steht es nochmal. DRS ist deaktiviert. So, hier rum. Oh, das Ding können sie auch... Hier, die Dinger, die können sie auch mal aus dem Weg räumen. Das stört ungemein, ehrlich. Aber ist ja klar, ne? Ist ja eine realistische Rennsimulation. In echt würde da jetzt auch keiner sein Leben riskieren. Aber mal raufhören, so... Die Kurve war schon wieder scheiße genommen. Habt ihr gesehen? Zu weit. Dadurch haben die anderen wieder Zeit aufgeholt. Aber noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Spannend wird es dann wieder sein in der Box. Oder... Wenn wir dann zur
zum Boxenshop müssen, wie sich die Situation da dann ergibt. Ich prognostiziere schon mal vor, dass so auf jeden Fall ein paar Plätze zurückfallen werden, was nicht unbedingt heißen muss, dass das Rennen auch auf einen der hinteren Plätze enden muss. Könnte ja auch sein, dass wir diesmal etwas Glück haben. Hier können wir auch schon mal ein bisschen Curse nehmen. Gut, die anderen da vorne, die werden wir erstmal nicht kriegen. Die sind jetzt auch erstmal ziemlich egal. Muss ich ja mal sagen. Ha, Hülkenberg ist hinter uns. Wow, 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 wow. Hülkenberg ist hinter uns. Scheint jeden so einen Button überholt zu haben. Oh. Vorsicht. Dann fahren schon die ersten wieder durchs Ziel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Wir sind der 11. Mal gucken, ob immer noch Nico Rosberg führt. Ich habe das gar nicht geguckt. Gucken wir jetzt mal. Nee. Vettel führt. Und wir haben einen kleinen, das heißt einen kleinen Vorsprung, haben wir ja nicht rausfahren können. Aber auf jeden Fall waren wir mal 1,1 Sekunde vor Jensen Button. Da ist er wieder. Hat Hülkenberg dann doch überholt. Da ist jetzt sowas ähnliches wie eine Traube. So eine ganz kleine Traube aus mehreren Formel-1-Fahrern hinter uns. Also, wie sind das? 1, 2, 3, 4, 5 kann ich da erkennen. Also wären wir dann 16. oder 17. glaube ich, ne? Ich glaube so in etwa. Oh, 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 oh. Keine Scheiße hier bauen. Leute, das wird haarig, echt. Ein Fehler im Kiesbett und das Rennen ist vorbei. Also sage ich jetzt schon mal, das hole ich nicht mehr auf. Also lasse der ganze Druck auf mir. Warum denn nur? Oh, wow, wow, wow. Ich glaube, wir sollten beim nächsten Shop sollten wir wirklich auf Regenreifen wechseln. Oh, das ist passiert. Das ist passiert. Jensen Button hat uns überholt. Aber das macht nichts. Den können wir immer noch überholen. Das kann doch gar nicht sein, Hülkenberg, ey. Und schon fährt Jensen Button davon. Boah, ehrlich, ne? Wow. Ich hab nichts gemacht. Alles okay. Ne, ey. Toll, jetzt krieg ich wieder eine Strafe, ja. Ne. Oder? Doch, bestimmt krieg ich da noch eine Strafe. Oder ist es erstmal Überholverbot? Na, krieg ich nicht noch eine Strafe? Komm. Krieg ich nicht? LOL. Ich hab den doch gerade gedreht. Starker Regen, ja, soll einsetzen. Dann setzen wir auf jeden Fall, wenn wir zum Stopp rein gegen Regenreifen ein. So, jetzt haben wir schon mal zwei Plätze verloren. Aber, wie gesagt, wir sind immer noch im Soll. Solange wir die Position oder Platz 14 bzw. 15 halten, ist alles ok. Ist alles ok. Ok, higher? Bei Williams. Aber wie gesagt, solange es hier gut geht, ne? Wenn noch so zwei, drei Aktionen wie die eben passiert, dann kann das auch ganz schnell anders aussehen, leider. Und dann müssen wir denn jetzt rein. Die nächsten zwei Runden. Ah, Daniel Ricciardo. Unser alter Kollege aus dem Qualifying hier. Der uns den ominösen 16. Platz weggenommen hat. Tja, so sieht das aus, Kollege. Hier hat er uns überholt, der Button. Hier hat er uns überholt. Na klar, wenn DRS deaktiviert ist. Mein Gott, ich hab's heute mit aktivieren. Aktiviert Abwehrkräfte. Nee, das Problem ist einfach, wenn DRS deaktiviert ist, versuchen die natürlich im Windschatten zu bleiben. Das wird Ricciardo wahrscheinlich gleich überholt. Wie gesagt, das ist das Beste, was du bei dem Wetter machen kannst. Im Windschatten bleiben. Wow. So, ich habe noch keinen anderen in der Box irgendwie gesehen. Also, jetzt werden sie so langsam eintrudeln in den nächsten Runden. Wissen wir jetzt gleich schon? Nee. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Ja, das kann er ja machen. Wenn er meint, Benzin sparen zu müssen, kann er das ja gerne machen. Diesen Pinüppel, ey, ne? Wenn der nicht gleich aus dem Weg geräumt wird, mache ich das selber. Auf eine ganz unsanfte Tour leider. Wow, 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 nicht drehen, bitte nicht drehen. Das kann ich jetzt echt gar nicht gebrauchen.
Also das ist... Also, das ist echt das Letzte, was ich gebrauchen kann. Gut, 5 Sekunden ist so viel weg, den kriegen wir erstmal nicht. Wichtig ist, was hinter uns passiert. Hinter uns scheint sich eine kleine Lücke aufzutun. Also zwischen dem 15. und 16., wenn ich das richtig sehe, oder? Mit den 15, ja. Aber so groß ist die Lücke auch nicht. Also viel erlauben dürfen wir uns nicht. Das ist klar. Ein Dreher und wir sind weg. Das können wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr aufholen. Aber okay, so ist es. Aber wenn der Hintermann versucht, Benzin zu sparen... Aber hä? Wir sparen doch auch Benzin, indem wir Fettgemisch 2 fahren, oder? Oder wie ist das jetzt zu verstehen, oder nicht? Oder sparen wir dann dadurch kein Benzin? Ist nur Benzinsparen auf Fettgemisch 1. Ich verstehe das jetzt nicht. Ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht. Hilfe. So, aber jetzt müssen wir, glaube ich, rein, oder? Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Reifen. Machen wir Regenreifen. Okay, Regenreifen beim nächsten Stop. Weil Intermediates sind bei dem Wetter total sinnlos. Ich verstehe gar nicht, warum wir nicht von Anfang an mit Regenreifen gefahren sind. Weil bei 100% Regenwahrscheinlichkeit und dann Intermediates. Aber wahrscheinlich halten die Regenreifen nicht so lange. Ich weiß ja nicht, was sie für einen Grip haben. Also auf jeden Fall müssen sie ja dafür sorgen, dass wir auf regennasser Fahrbahn gut fahren können. Gucken wir mal, die Kurve lief gut. 1,6 Sekunden vor Gutierrez. Oh, was will der denn jetzt schon wieder? Da kann ich ja überhaupt nicht verstehen, wo kommt der denn her? Der war doch ganz hinten. Oder nicht? Oder nicht, Gutierrez? Was machst du hier? So, dann wird unser Teamkollege wahrscheinlich eine Runde später reinkommen, weil 2 auf einmal, das geht ja leider nicht. Oh, yeah, 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 yeah. Die haben wir gut gekriegt. Alles kein Ding für den King hier. Zack und rum. Vergiss den Boxenstopp nicht. Nein, keine Sorge. Vergiss schon den ominös wichtigen Boxenstopp nicht. So, ich mach nochmal die Regenreifen, dass sie auch ja wissen. Regenreifen beim nächsten Stopp. So, da haben wir uns kurz verbremst, aber das macht er nichts. Wir müssen jetzt eh in die Box. Und zwei. Ja, was meinst du, welche Reifen ich da nehme, hm? So, da sind andere auch schon in der Box, oder waren in der Box? Oder sind in der Box? Nein, waren in der Box. Fernando Alonso, glaube ich, kommt kein weiterer rein, also Maldonado ist noch draußen. Komm, zack. Und hopp, 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 hopp. Da kommen die anderen schon rein. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Oh, Mist, 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 da kommt noch einer, wer ist das? Oh fuck. Fuck, 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 nein. Genau das habe ich gemeint. Aber die anderen müssen auch, wie gesagt, in die Box rein. Oh, mit Regenreifen kann ich ja gar nicht fahren, ey. Jawoll. Oh, jetzt beginnt wieder das Sliden. Mega geil, ey. Wow. Na toll. Danke, dass mir das einer vorher sagt, ey. Weil ich habe halt schon mal vorgesagt, ne? 4 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 4 Sekunden. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh nein. Fuck, 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 fuck. Na, das war's. Scheiße. Tja, falscher Boxenstopp von mir eingelegt. Fuck. Oh nein. Oh fuck, fuck, fuck. Oh nee. Oh nein, was mache ich denn für eine Scheiße, ey, toll. Reifenschaden vorne links. Komm an die Box. Ja, da kann ich jetzt auch eigentlich rechts in eine Bande fahren. Das ist eigentlich total sinnlos jetzt noch. Weil gewinnen werden wir das Ding sowieso nicht mehr. Oh fuck. Ja, gewinnen werden wir das eh nicht mehr. Scheiße. Alles in Ordnung? Ah, verbremst, ey. Oder, nee. Einfach die falschen Reifen gewählt. Ich hätte einfach,
Intermediates behalten sollen. Scheiße. Tja, leider letzter. Maldonado 14. wird da drin gewonnen. Das war's für heute. Stell das Auto sicher ab und mach den Motor aus. Vettel, Hamilton und Rosberg. Rosberg wieder auf dem Podium. Und wir werden immer weiter nach hinten durchgereicht. Scheiße. Fuck. Wäre ich doch mal auf Intermediates geblieben. Aber nein. Ja, weil die ganze Zeit gesagt haben, ja, in 5 Minuten kommt stärker Regen. Deswegen habe ich mich darauf verlassen. Aber nein, natürlich nicht. Durchwachsene Saison, glänzender Sieg, bla bla bla. Paso Maldonado gewinnt wieder ein teaminternes Duell. Freut mich. Super. So, was haben wir jetzt? Budapest. Budapest. Okay. Dann halt mal Budapest, ne? Gut. Auf geht's. Ach, das ärgert mich immer noch, ey. Fuck, aber wieder so unnötig. Wir waren doch eigentlich gut im Rennen. Und dann fahre ich einfach in die Box. Und wechsle auf Regenreifen. Ich habe mich halt drauf verlassen, weil die ganze Zeit was davon gelabert haben. Dass starker Regen und so kommt, pipapo. Aber... okay, so müsste das Wetter eigentlich sein. Jawohl. Vielleicht haben wir ja in Ungarn mehr Glück. Gibt es hier irgendwie ein Setup? Nein? Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder ein Abo dalassen, wenn ihr keinen Part mehr verpassen wollt von diesem Let's Play oder einem anderen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi, euer HSPP. Macht's gut.